Ich heiße euch willkommen. Wir sind wieder bei Conflict Free Space The Great War. Letztes Mal erfuhren wir, dass die Shyvana anscheinend Probleme mit ihrer Schildtechnologie im Subraum haben. Und ich hoffe doch, dass wir das für uns demnächst nutzen können. Ja, wir durchgehen eben dieses Briefing und gucken da mal, was die nächste Mission bringt. Wir haben die Aufzeichnung von Altair 4 erfolgreich geborgen. Sie sind teilweise entschlüsselt und werden zurzeit zurück in den terranischen Raum gebracht. Die Omega übernimmt auch diesmal wieder den Transport der Wissenschaftler und Aufzeichnungen. Ja. Wieso steht da jetzt was auf Englisch? Okay. Unglücklicherweise ist das Altair-System immer noch von der Hammer of... wird das Altair-System immer noch von der Hammer of Light kontrolliert. Eins ihrer Flaggschiffe, die Anvil, ist dort stationiert. Und... ja, mein tolles End has gotten word of our presence in the system. Und hat von unserer Präsenz, oder so in der Art, im System gehört. Es blockiert den Vektor zum Subsystemknoten. Die Anvil besitzt ein starkes Kontingent an vasudanischen Jägern. Der Geheimdienst berichtet von zwei Staffeln. Eine besteht aus modernsten Toff-Superjägern, die andere aus Horus-Abfangjägern. Diese Jäger haben die Anvil bisher immer gut geschützt. Warum ist die Hälfte auf Englisch? Das verstehe ich nicht, das will ich nicht wahrhaben. Intelligence has also detected the presence of a third ring of Vasudan bombers in the system. Intelligenz? Ist das irgendein... ist das vielleicht irgendeine Staffel oder ein Jäger oder irgendwas anderes? Intelligenz hat die Präsenz eines dritten Angriffsflügels oder Jägerflügels, oder wie man es nennen möchte, der von vasudanischen Bombern im System wahrgenommen. Sie werden... mir fällt das deutsche Wort dafür nicht ein. Ich weiß, was das Englische bedeutet, aber mir fällt das deutsche nicht ein. Andaubti, das ist sowas wie... man weiß es quasi. Sie werden auf jeden Fall unsere fliehenden Transporter angreifen oder so in der Art. So. Jägerchen. Feindliches Geschwader eingetroffen. Ja, das sieht doch schon mal nach Schaden aus. So, ich möchte eigentlich nicht so viele Hornet-Raketen verbraten. Nee. So genau. Ich schieße mir immer nur die Hälfte pro Schwarm ab. Also 4 statt 8. Das ist ein bisschen sparsamer. So, ich hätte gern was anderes. Da haben wir ja was anderes. So. Ich hoffe mal, mit dem Ding können wir die anständig zerlegen. Werde ich dann ja gleich sehen. Den Rest müssen die Bomber dann halt alleine machen. Ich hoffe, das wird so gehen. Besonders wenn ich den Bomber ja den ganzen Müll hier vom Hals schaffen kann. Unwahrscheinlich, aber vielleicht möglich. So, Junge. Wo bist du denn? Achtung auf 6 Uhr! So, einer weg. Klasse Treffer! Lass die Bomber in Ruhe. Hey! Hör ich mir beschädigt! Und wo ist er? Nein, nicht du! Da ist er! So, sie haben ja auch einen einfach kaputt gemacht. Ax! Ich will doch nur lenken! Ach Mann!
Ich drück nach oben und dann geht weiter nach unten wegen irgendwelchen Druckwellen, Kram, irgendwas. Hallo, wo bist du? Du bist ein Haufen deaktivierter Schrott. Wie machen wir das denn langsamer? Nix deaktiviert hier, geh kaputt. So, da haben wir noch mehr. Hast du? Feindliches Geschwader eingetroffen. Ja, nur mehr, immer mehr. Ist ja eh nicht genug. So, Raketen. Raketen sind schön. Der brennt auch schon ein bisschen. So, schön. So, ein Typhon. Nee, den soll ich nicht. Ich bin ausgefallen. Erbitte sofortige Hilfe. Ich dachte, hier sind mehr Jäger. Ach, da sind auch welche. Vermutlich wird die falsche Taste erwischt. So, wieder einer hin. Was haben wir denn da nochmal wieder schön? Ne? So, noch einer weg. Läuft ja wie am Schnürchen. Mal sehen. Nee. Oh Mann, geht aus meinem Nacken raus. Ja, da bist du auch schon. Arsch. Wofür wirst du jetzt leiden? Achtung, wir haben Besuch. Leiden, ja. Tot ist er. Hat auch nicht anders verdient. Einfach mich so zu beschießen. Nee. Da. Top. Bisschen weiter weg. Ah, was soll's. Wo kommen überhaupt so viele her? Ich dachte, die. Das ist nur so ein kleiner Trupp. So ein kleiner Trupp Ausgestoßener, der hier mit dem komischen Schiff rumfliegt. Ja, du machst das nicht mehr lange, schätze ich mal. Ach, das war jetzt unnötig. Aber es sah schöner aus. Ja, wir reden uns alles schön. Ah, ja. So, der nächste. Ich habe jetzt 7 kaputt gemacht. Könnte sich jetzt langsam mal jemand um die Anvil kümmern? Der Amboss. Ja, super. Hammer of Light. Passt ja dazu. So, wir kommen schon. Ja. Mach den mal. So, wieder einer weg. Der ist noch da. Tja. Entwaffne den mal. Verstanden. Entwaffne jetzt, ihr Ziel. Er fliegt uns jetzt halt mal irgendwie an ihn ran und... Noch mehr feindliche Schiffe. Guck mal so. Die Raketen werden wohl nicht so viel Schaden an den machen. Nee, war ja auch anzunehmen. Und es gibt mehr Schiffchen, wurde uns gerade mitgeteilt. Horus, ja, mir egal, krieg ich auch kaputt. Wir schrotten hier alles. Also die Schwarmraketen, die schwärmen ganz schön. Naja, das könntest du auch gerne. So, ne, ist da. Brauche Waffennachschub. Rufe ja, Versorgungsschiff. Ja. Wir haben es doch geschafft. Waffen jetzt nach Denne. Ausgezeichnet. Das ohne, dass sich jemand darum kümmert. Aber gewusst, dass die was können. Sie sind das keine Koalitions- oder Allianz-Idioten. Hier, flipp Raketen. Du stirbst schon. Ach, da war's auch schon aus. Da müssen wir nochmal hier C, 3, zerstört den mal.
Ich mach was anderes, wenn ich was anderes finde. Nee. Typhon. Ah, Virgo 8. Oder Virgo. Wie jeder wie er möchte. Hui, und Raketen. Und mehr Raketen. Ja. Noch mehr vielleicht. So, das hörst du doch nicht. Genau. Schön. Dann ist nur noch der Dicke da. Es scheint. Die Anwelt steht unter Beschuss. Nur noch ein paar Bomben mehr. Ja, das müssen ein paar andere Leute leider machen. Mein Ziel ignorieren. Formationen an die Deckung geben. Nein, macht's doch endlich kaputt. Verstanden. Greife jetzt ihr Ziel an. Nee. Ich wollte nicht nochmal das Menü. Ich wollte durch das Schiffchen schalten und gucken, Maschinen waren da schon. Ja, Maschinen ist glaube ich gut. Dann fliegt das Ding wenigstens nicht weg. Dann schießen wir da einfach mal ein bisschen drauf und freuen uns unseres Lebens. Das Ding geht eh schneller kaputt als die Maschinen, wie es scheint. So, bei 10% fange ich an, mich umzudrehen und wegzufliegen. Nein, lieber jetzt schon. Ich habe keine Lust, dass das Ding so nah an mir dran explodiert. Unser Zustand ist eh schon nur noch bei 17%. Ihr bleibt immer schön da. Ihr habt es verdient, das Ding zu zerstören. Mal gucken, wie viel von den Jägern nach der Explosion des Teils übrig bleiben. Während ich mir hier gemütlich die Haut rette. So, wir sollten jetzt weit genug weg sein. Hoffe ich. 2700. Dann drehen wir es mal um und gucken schön zu. Nebenziel erreicht. Juhu. Der Amboss, der Hammer des Lichts ist kaputt. Oder so in der Art. Dürfen wir es heim? Wird ja auch mal Zeit, nachdem wir so viel Schmu gemacht haben. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass wir zurück dürfen. Ja, wie man zurückkommt, das weiß ich natürlich noch auswendig. Dass ich dafür nur Steuerung J oder Alt J drücken musste. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich gedrückt habe. Es hat aber funktioniert. Glückwunsch. Mission accomplished, Pilot. We haven't yet been briefed on the full importance of the ancient records, but Terran Command is extremely pleased. Further orders are expected soon. It is impressive that you managed to destroy a primary flagship of the Hammer of Light. Perhaps this will put an end to their resistance. Fighting the Hammer of Light has been a great strain on the Terran Vasudan Alliance. Interessant. Naja, das war jetzt auf Englisch. Ist ja nicht schlimm. Wir sind Hauptmann. Ja, damit kann man gut leben. Mehr haben wir dafür nicht bekommen. Okay, man will ja nicht so gierig sein. Dann akzeptieren wir das einfach mal und gucken, was passiert oder ob überhaupt was passiert. Ja, ein GTA Command Briefing. Damit fangen wir dann nächstes Mal an. Bis dahin, auf Wiedersehen.